Hallo, Psychologiek ist zurück aus der etwas verspäteten Sommerpause und ich habe mal direkt eine Frage an euch. Wer von euch ist auf Dating-Apps wie Tinder, Lovoo, Bumble und Co. aktiv und hat schon Erfahrung mit Online-Dating gemacht? Ich weiß noch, als ich 2013 mein erstes Date mit jemandem hatte, den ich online kennengelernt habe, war Online-Dating noch was total Exotisches und ich zitiere meine Freundin, nur was für Leute, die im echten Leben niemanden abbekommen. Danke dafür. Mittlerweile sind knapp die Hälfte aller Singles in Deutschland auf Tinder, Parship und Co. unterwegs. Die einen sind nur so auf unverbindliche Flirts, Sex oder einfach eine schöne Zeit aus. Die anderen sind auf der Suche nach der ganz großen Liebe. Und tatsächlich haben 2011, also noch bevor es Tinder und Co. überhaupt gab, schon knapp 30% der Deutschen ihren Partner bzw. ihre Partnerin online kennengelernt. Heute dürften die Zahlen noch mal um einiges höher sein. Gerade jetzt, wo sich das Leben dank Corona eher zu Hause auf dem Sofa anstatt auf Partys, in Bars oder in Clubs abspielt, bieten solche Online-Apps natürlich eine tolle Möglichkeit, als Single jemanden kennenzulernen. Also, wenn man denn weiß wie. Ich habe mal geschaut, was die Wissenschaft zum Thema Online-Dating hergibt und euch 5 wissenschaftlich fundierte Tipps zusammengestellt, die euch dabei helfen können, online jemanden kennen und dann vielleicht auch lieben zu lernen, wer weiß. Schnell ein paar Infos über sich angeben, 1-2 Fotos hochladen, passt. Wenn man allerdings ernstere Absichten hat, als nur mal so zu gucken, was so in der Umgebung abgeht, dann sollte man sich definitiv ein paar Gedanken bei der Gestaltung seines Dating-Profils machen. Aber was genau heißt denn das jetzt? Fangen wir mit dem Wichtigsten an. Ladet unbedingt ein Bild von euch hoch, auf dem ihr wirklich gut zu sehen seid. Das überrascht jetzt wahrscheinlich keinen von euch, dass Profile mit einem oder mehreren Fotos einfach viel, viel häufiger kontaktiert und geliked werden als Profile ohne Fotos. Vielleicht habt ihr auch schon mal davon gehört, dass Frauen angeblich besonders attraktiv auf Männer wirken sollen, wenn sie etwas Rotes auf den Fotos tragen. Es gibt tatsächlich so 1-2 Studien, die das zeigen, aber das reicht noch lange nicht, um zu sagen, dass dieser Tipp jetzt wissenschaftlich bestätigt ist. Schaden kann es aber natürlich trotzdem nicht. Ganz ohne Studien und ohne Wissenschaft würde ich persönlich sowieso sagen, seid einfach ihr selbst. Ich habe zum Beispiel dieses, ich sag jetzt mal, sehr authentische Bild von mir hier auf meinem Dating-Account und bekomme total viel positive Rückmeldung darauf. Aber die Pizza war halt auch echt geil. Neben den Fotos hat auch der Profiltext einen Einfluss darauf, wie attraktiv man von den anderen wahrgenommen wird. Studienergebnisse zeigen, dass neben Rechtschreib- und Grammatikfehlern so Geheimnistuerei, so unter dem Motto, du musst schon selbst herausfinden, wie ich so drauf bin, ein richtiger Abturner sind. Auch Profiltexte, die super ausführlich oder sexuell anzüglich sind, kommen eher weniger gut an. Außer man ist vielleicht selbst auf der Suche nach unverbindlichem Sex. Übrigens, in einer Studie ist herausgekommen, dass 81% der Leute auf ihrem Online-Profil bei mindestens einer Angabe lügen. Besonders häufig wurde bei Gewicht, der Größe und dem Alter gelogen. Man muss aber fair sein, die Abweichungen waren hier meistens eher gering und sich ein bisschen schlanker und größer zu schummeln ist ja auch irgendwie noch vertretbar. Was allerdings in meinen Augen so absolut wirklich gar nicht geht, ist es beim Beziehungsstatus zu lügen. In einer weiteren Studie ist nämlich herausgekommen, dass durchschnittlich jede 4. Person bei ihrem Beziehungsstatus lügt. Und auch bei Tinder sind einfach mal 43% der UserInnen bereits in einer Beziehung oder haben mit irgendjemandem was Lockeres laufen. So, Fotos sind hochgeladen, Profilbeschreibung passt erstmal. Jetzt noch das GPS anschmeißen und schon kann das Swipen losgehen. Wenn ihr aber denkt, dass euch wirklich alle Leute in eurer Umgebung angezeigt werden, Fehlanzeige. Tinder hat nämlich zum Beispiel bis vor einiger Zeit eure Fotos nach Attraktivität gerankt und hat euch dann nur Leute angezeigt, die laut Tinder ähnlich hot waren wie ihr. Oberflächlicher geht's halt auch nicht mehr. Heute soll der Algorithmus von Tinder allerdings angeblich weniger oberflächlich sein. Jetzt aber mal zu den inneren Werten. Woher soll man bei dieser riesigen Auswahl denn wissen, welche Person wirklich zu einem passen könnte? Viele Datingportale bieten ein sogenanntes Matching an, um genau dabei zu helfen. Man beantwortet so persönliche Fragen wie zum Beispiel, hast du ein Problem damit, deine Zahnbürste mit deinem Partner bzw. deiner Partnerin zu teilen? Ja? Und abhängig davon, wie andere UserInnen diese Frage dann beantworten, bekommt man einen individuellen Matching-Score angezeigt.
Bei Parship gibt es zum Beispiel Matching Scores von 60 bis 140 und ab einem Score von 100 wird empfohlen, den Kontakt mit der anderen Person dann aufzunehmen. Bei einem Matching Score von 140 hat man dann wohl gerade sein Soulmate gefunden. Na, herzlichen Glückwunsch! Dating-Plattformen wie Parship machen mit ihrem Parship-Prinzip super viel Geld. Wissenschaftlich belegt ist ihr angebliches Erfolgsrezept aber nicht. Ganz im Gegenteil sogar, Studien zeigen nämlich, dass sich Beziehungserfolg überhaupt nicht anhand der Passung von verschiedenen Eigenschaften zwischen zwei Menschen, wie zum Beispiel so Persönlichkeitseigenschaften, aber auch Bindungsstil vorhersagen lässt. Auch angebliche Partnerpräferenzen sagen am Ende nicht wirklich was aus, da Leute häufig gar nicht den Partner oder die Partnerin wählen, die zu ihren Präferenzen passt. Wenn Emma und Paul also zum Beispiel einen Matching-Score von, sagen wir mal, 120 haben und Frieda und Jana einen Matching-Score von 79, dann sagt es halt einfach mal gar nichts aus. Außer vielleicht, dass Emma und Paul es beide eklig finden, die Zahnbürste vom anderen zu benutzen. Irgendwelche Matching-Scores könnt ihr also wirklich komplett vergessen. Ob eine Beziehung funktioniert, hängt zum großen Teil auch einfach von der Beziehung an sich ab, was man vorher ja gar nicht wissen kann bzw. planen kann. Außerdem spielen eher so total unkontrollierbare Sachen wie zum Beispiel finanzielle Probleme, Krankheiten, Unfruchtbarkeit und generell Stress eine Rolle für den Beziehungserfolg. Und auch wenn es dazu jetzt noch keine Studie gibt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die ganze Corona-Krise für die ein oder andere Beziehung auch wirklich eine krasse Belastung ist. Also, hängt euch nicht an irgendwelchen Kleinigkeiten auf. Wenn euch jemand sympathisch ist, dann swipet einfach nach rechts oder wenn möglich, kontaktiert die Person einfach direkt. Ob es zwischen euch dann passen könnte, das wird sich sowieso erstmal mit der Zeit zeigen. Yes, it's a match. Jemand, den ihr sympathisch findet, findet euch auch sympathisch. Spätestens jetzt ist es an der Zeit, eine erste Nachricht zu schreiben und einfach mal Hallo zu sagen. Jeder, der von euch auf Tinder und Co. unterwegs ist, hat wahrscheinlich schon die Erfahrung gemacht, dass viele Nachrichten leider einfach unbeantwortet bleiben. Männer antworten zwar häufiger als Frauen, aber trotzdem werden nur ca. 16% aller Erstkontakte überhaupt beantwortet. Das ist einfach mal weniger als jede fünfte Nachricht. Schon krass irgendwie, oder? Klar, man hat keine Macht darüber, ob die andere Person dann am Ende antwortet oder nicht. Was man aber wirklich selbst in der Hand hat, ist, wie und vor allem, was man schreibt. In einer Studie von 2011 wurden Nachrichten zur Kontaktaufnahme analysiert. Es hat sich gezeigt, dass Nachrichten eher beantwortet werden, wenn in der Nachricht häufig das Pronomen du verwendet wird und seltener das Pronomen ich. Wenn man also nur so von sich erzählt, ohne auf die andere Person wirklich einzugehen und oder mal eine Frage zu stellen, dann braucht man sich halt auch nicht wundern, wenn man keine Antwort bekommt. Außerdem hat man in der Studie herausgefunden, dass Frauen häufiger auf lange Nachrichten antworten als Männer. Wenn ihr also einen Mann anschreibt, dann haltet euch vielleicht eher kurz. Für uns Frauen dürfen es anscheinend ein, zwei Sätze mehr sein. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr am liebsten so online angeschrieben werdet. Ich zum Beispiel freue mich immer über persönliche Nachrichten und kann diese 0815 Standardfloskeln wie Hi oder Hey, na, was geht? Halt einfach echt nicht mehr sehen bzw. lesen. So, der erste Kontakt ist hergestellt, ihr versteht euch echt gut und unterhaltet euch über Gott und die Welt. Wann ist denn jetzt aber so der richtige Zeitpunkt, um sich zum ersten Mal persönlich zu treffen? Studien haben gezeigt, dass sich die meisten, die sich online kennengelernt haben und sich dann auch im echten Leben treffen wollen, sich innerhalb von ungefähr einem Monat verabreden. Wann jetzt aber so genau der beste Zeitpunkt ist, um sich das erste Mal zu treffen, das ist natürlich super individuell und somit auch schwer zu sagen. Erstmal ist es natürlich super, sich über Nachrichten so ein bisschen kennenzulernen und vielleicht auch abzuklopfen, ob diese andere Person überhaupt zu einem passen könnte. Denkt aber dran, euch da jetzt nicht direkt so an Kleinigkeiten festzuhalten. Wie wir ja gerade gelernt haben, zeigt sich dann eh erst so beim eigentlichen Treffen und auch erst bei den späteren Treffen, ob es überhaupt passen könnte oder nicht. Zu lange sollte man dann aber auch nicht schreiben, bevor man sich das erste Mal trifft. In einer Studie wurden nämlich Dates von Leuten, die sich bereits nach 3 Wochen getroffen haben, durchschnittlich als positiver bewertet als Dates von Leuten, die sich erst so nach 6 Wochen getroffen haben. Die Versuchsteilnehmenden gaben an, dass sie Dates nach 3 Wochen unter anderem so gelassener und intimer empfinden als Dates nach 6 Wochen. Irgendwie ist es erstmal ein bisschen widersprüchlich, aber die WissenschaftlerInnen erklären sich das so.
Je länger man schreibt, desto toller stellt man sich dann die andere Person vor und desto größer ist dann auch die Erwartungshaltung an die andere Person und an das Date. Wenn die Person dann aber nicht so ist, wie man sich die vorgestellt hat, weil ist sie halt eh nicht, dann ist die Enttäuschung natürlich erstmal groß. Kommen wir noch zum letzten und auch zum wichtigsten Punkt, nämlich eurer Sicherheit beim Online-Dating. Die meisten Menschen, die man online trifft, sind super nett und respektvoll. Und ich möchte euch auch gar keine Angst machen, trotzdem muss man halt echt ein bisschen vorsichtig sein. Das Internet ist nämlich voll von irgendwelchen Fake-Profilen, Stalkern und anderen weirden Menschen, die dich zum Beispiel sexuell belästigen, indem sie dir ungefragt Dickpics schicken oder Nacktbilder von dir einfordern. Zahlen aus Großbritannien von 2017 zeigen, dass knapp 50% der befragten 18- bis 24-Jährigen mindestens schon einmal ungefragt einen Dickpic zugeschickt bekommen haben. Und das ist einfach nicht okay. Meldet solche Vorfälle unbedingt, entweder in der App oder direkt bei der Polizei. Und zum Thema sexuelle Belästigung habe ich übrigens schon mal ein ganzes Video gemacht. Den Link zum Video packe ich euch zusammen mit den ganzen Quellen in die Infobox. Seid bitte auch super vorsichtig bei den Informationen, die ihr so online über euch preisgebt. Wenn ihr aktiv bei Insta seid und zum Beispiel häufiger mal in der Story teilt, wo ihr euch gerade aufhaltet, dann überlegt euch bitte zweimal, ob ihr euer Insta-Profil mit der Dating-App connecten wollt. Auch beim ersten Date sollte man super vorsichtig sein. Ihr kennt es vielleicht, wenn man schon ein paar Tage mit jemandem geschrieben hat, dann hat man schnell mal so das Gefühl, dass man die Person schon voll gut kennt und lädt die Person vielleicht direkt zu sich nach Hause ein. Aber Achtung, genau dieses Vertrauen nutzen Leute, die es wirklich nicht gut mit einem meinen, schnell mal aus. Trefft euch deswegen bitte erstmal in der Öffentlichkeit, sei es auch erstmal nur für einen kurzen Spaziergang. Und sagt vor allem einer Freundin oder einem Freund Bescheid, wo ihr seid. Man kann zum Beispiel auch seinen Live-Standort bei WhatsApp während des Dates mit einer Person seines Vertrauens teilen. Ich finde es gerade mega, mega schön, hier in meiner neuen Psychologie-Studio-Ecke zu sitzen und dieses Video für euch aufzunehmen. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen schleimig, aber ich habe euch während unserer kleinen Pause echt vermisst und freue mich jetzt unendlich, dass es weitergeht mit Psychologiek. Es ist so, so schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen auch an alle neuen Psychologieks. Fühlt euch von Herzen virtuell von mir gedrückt und wir sehen uns jetzt wieder jede Woche mittwochs um 7 Uhr. Wusstet ihr schon, dass es den Podcast von Deutschland 3000 jetzt auch auf YouTube gibt? Ich persönlich liebe meine Funkkollegin Eva Schulz und ihre wirklich mega tolle Art, so spannende Themen rund um Politik und Gesellschaft für jeden verständlich rüberzubringen. Schaut bei Deutschland 3000 gerne mal vorbei. Und ob Trump wirklich ein Narzisst ist, das erfahrt ihr in meinem letzten Video hier auf Psychologiek.